Wir machen weiter mit M in der Mine. Noch ist es relativ ruhig, aber die Musik sagt irgendwie was anderes, als ob gleich was passieren könnte. Ist das eventuell die Stelle, wo die beiden Mädchen... Nee, doch nicht. Das wäre jetzt krass. Ja, doch, warte. Ja. Reizend. Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Das ist die Stelle. Das ist doch das Schild, was oben gefehlt hat. Warum liegt hier ein Foto von ihr? Wann holst du dir deinen Spess? Ein Foto von Hannah, die ihre neue Tätowierung zeigt. Dieses Foto wurde im Tag gemacht, an dem Hannah ihre Tätowierung bekommen hat. Aber warum liegt das hier so fein auf einer Tonne? Die Brille. Hannahs kaputte Brille in der Nähe eines Steinabhangs zur Mine gefunden. Sie muss hier in der Nähe abgestürzt sein. Hallo. Hä? Zeichnenpads. Was soll das bloß? Zehn, zwölf? Was soll das bedeuten? Sind das die Monate? Die eingeritzten Zeichen zeigen das Datum von Hannahs und Bess Verschwinden sowie eines in der Tagesstrichliste. Jemand war hier für lange Zeit noch am Leben. Oh nein. Oh nein. Deswegen war das auch das Foto lag, deswegen lag das da ordentlich. Sag nicht. Eine von den beiden hat ihn noch überlebt, ey. Ich dachte, von hier sind wir gekommen. Nee, nee, nee. Oder? Oh shit. Ich gehe jetzt mal zurück. In die Haupthöhle hier. Wo sind wir denn gekommen? Verstehe ich nicht. V
Von hier, oder was? Ich glaube fast ja. Ja, okay. Von hier sind wir gekommen. Okay. Jetzt ist die Frage, geht's hier weiter? Ich muss mir das Schild nochmal angucken. Wer ist hier gestorben? Bess, okay. Bess ist gleich gestorben, Hannah hat überlebt. Und sie hatte auch das Handy verloren, deswegen könnte sie keine Hilfe rufen. Ich hoffe, dass mal das war. Hannah? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, auch den Tod hätten wir am Anfang von den beiden gar nicht verhindern können. Oder jedenfalls, dass sie hinabgestürzt wären. Dann wäre der ganze Plot anders. Sie doch nicht vergraben. Was haben wir hier? Hannahs Brille wurde in der Mine gefunden. Ein einfaches Holzkreuz, in dem Bess Name eingeritzt wurde. Die Überreste von Bess Washington Kopf auf ihrer Jacke in der Mine. Vom Körper fehlt jede Spur. Ich wollte schon sagen, das sah so klein aus. Ich glaube fast mit einem. Ah ne, das ist sie nochmal. Mit einem Bett oder was ist das hier? Sieht so aus wie das Drahtgestell von einem Bett. Wie schlimm diese Erfahrung jetzt für alle Beteiligten eigentlich mittlerweile ist. Ich glaube, wenn du sowas in real erleben würdest, du wärst fürs ganze Leben geschädigt. Interessant, dass oben ein Schloss ist. So ein Riegelschloss, glaube ich, ne? Dass das zu ist. Und wo ist dann Hannah, wenn es von innen zu ist? Und scheint der so. Achso, wir haben den Strom ja angemacht. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Okay. Da bin ich immer gespannt, ob wir jetzt nach oben fahren. Als ob der das Feuer nicht sieht.
Bitte komm nicht wieder her. Verstecken. Erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich finde kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen, ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe, nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Der hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh. Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Ich glaube, in dem Moment würde ich einfach sagen, sehr still. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Ach, na schön, spiel den Arsch!
Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter! Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Josh, mal ganz ehrlich, Mann, denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen, auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Bitte, du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Ich habe was getan. Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst nichts. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, klar, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trend. Ja. In Gottes Namen, Faser, Kabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme war früher schon mal so drauf? Mindestens Nein, für drei ich hab ihn Geiseln noch nie so erlebt. Oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal, überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher! Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike! Mike, was? Was war da? Mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Entwaffnen, Mike. Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja, dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf, guter Kopf Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns eine Pizza? Kommst du hier klar? Ja,
Die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Und schnee! Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Was? Oh shit! Oh shit! Oh Mann! Okay. Gut. Dann machen wir hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitzen bedanke mich. Bis denn.